Wenn ich das bloß erzähle, glaubt ihr es mir nicht. Das muss alles raus. Die Decken müssen raus. Die hässlichen Wände, das, was auch immer das ist. Wohl alles klein hacken. Das wird nicht klappen. Das wird nicht klappen. So, meine Damen und Herren, jetzt willkommen beim Ende. Heute ist der Tag, Schlüsselübergabe in ein paar Minuten. Ich packe meinen letzten Stuff zusammen, ab ins Auto und los geht's. Wird spannend, wird richtig spannend. Ihr seht, es ist schon alles relativ leer. Hier, die Sachen nehme ich jetzt mit. Bin gespannt. Heute wollte ich eigentlich schon die Küche rausreißen und ganz viel machen. Ich werde natürlich auf dem Laufenden halten. Ich habe meine Technik, also Stromzeug, schon mitgepackt. Fix-It nehme ich auch mal mit. Oh Mann. Auf zum neuen Studio. Das hat sich noch nicht mal so viel getan, eigentlich gar nichts. Alter Falter. Nichts getan. Jetzt hat sie schon so viel Stuff. Transportiert uns das, was es soll. Und ich habe ihn noch nicht überladen. Wenn ich euch bloß erzähle, glaubt ihr es mir nicht. Das ist die Hütte. Also nicht alles, aber mal den Bereich, der zum Studio wird. Das hier. Das ist alles altbacken. Einbau, große Schränke. Ich kann es euch gar nicht so zeigen, wie es ist. Ich muss gucken. Ich habe hier schon angefangen und ein paar Kartons reingeschaufelt. Das muss alles raus. Die Decken müssen raus. Die hässlichen Wände, das, was auch immer das ist. Wohl alles klein hacken. Oh, was ist Scheiße. Oh, und diese altbackenen Klamotten und diese uralten, schlimmen Betten von... Das wird mein Tagesprojekt. Eigentlich wollte ich heute schon die Küche rausgerissen haben. Das wird nicht klappen. Erster Stock. Saskias Büro. Wohnzimmer. Muss natürlich der Schrank raus. Ist ja logisch. Hier sind die Trümmer. Der Schrank muss weg. Einpacken, kommt natürlich raus.
also die Küche. Und die Decke muss weg. Zweiter Stock. Sicherung fürs Kind brauchen wir. Alexanderzimmer. Schlafzimmer. Alexanders Spielzimmer, wo das Licht nicht geht. Da kann man Disco machen. Und Elternschlafzimmer. Mit Dimmer. Ja. Oh, da hat jetzt einfach mal ganz schnell aus Grund der Speicher von der GoTo aufgegeben. Ich hoffe, okay, jetzt gehe ich nochmal aus mit dieser Kamera. Ja, mir gefällt einfach. Das ist ganz cool, ich zeig's euch mal. Das ist jetzt nicht so viel. Nicht so viel Space. Hier ist dann der Balkon vom Studio. Ich habe einen Doppelbalkon. Und hier kannst du noch rumgehen und hast ein bisschen Wildwuchs ringsrum. So. Na gut, stapfe ich halt mal durch die Zeckenhölle. Ja, was macht man alles für ein Video? Wir haben hier noch so eine Hütte. Ist auch ganz schön. Das muss halt abgerissen werden, leider, weil es morsch. Hört ihr das? Oh, das muss weg. Das ist nicht gut. Und jetzt sind wir einmal rumgelaufen. So, ganz geil. So. Ja. Willkommen in der Casa de la Geekfreaks. Mehr Updates und Videos kommen noch. Wer uns treu bleiben will, kann uns treu bleiben. Wer was spendulieren will für die unsäglichen Kosten des Umzugs, kann das gerne machen. Wenn nicht will, ist auch egal. Mehr Videos kommen auf jeden Fall. Eine Sache, die noch fehlt, LAN-Kabel. Diese Box kostet 1500 Euro. Da sind Hauskat 7 drin. Und für jedes Hauskat 7 SFP Plus Module. Yes. Warum nur? Ja, weil diese SFP Plus Module hier auf den Cat 7 gehen und dann zusammen in jedem Stockwerk 10 Gigabit Ethernet ermöglichen. In jedem Raum 10 Gigabit Ethernet, außer in diesem Raum und im Keller, da gibt es 40 Gigabit Ethernet, Direktanbindung. Alle anderen Räume haben natives 10 Gigabit. Dafür habe ich hier den MikroTik-Switch schon da. Der wird das Ganze regeln. Ja, so ungefähr sieht's aus. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Drückt mir die Daumen, dass das ein bisschen schnell funktioniert. Grüße gehen raus. Liebe an alle Kanalmitglieder. Liebe an jeden Zuschauer. Und Faust hochhalten. Ich bin euch außer Atem. Tage war lang. Tage lang. Tage nix lang. Jetzt raus ist dieses Video. Raus. Video raus. Tschüss. Macht's gut. Ich muss noch renovieren.